Heute Silvester in Dubai. Ob ich heute meine Berliner Fress-Challenge auch hier in Dubai machen kann? Seid ihr eigentlich gespannt? Is not the solution, also ist nicht die Lösung. Aber was? Das verrate ich erst später im Video. Und wir müssen einfach checken, ey, das ist dumm, was ich mache. Am Ende verrate ich's. Was ist nicht die Lösung? Cecil, heute ist ja Silvester in Dubai. Das ist ja geil. Wie ist das denn in Dubai? Du, das weiß ich auch gar nicht. Ich war ja Silvester noch nie in Dubai. Wir schauen mal nach dem Intro. So, meine Freunde. Heute Silvester in Dubai. Ich war Silvester noch nie in Dubai, deswegen kann ich jetzt noch gar nicht sagen, wie der Vlog so sein wird. Aber ich bin mal selber gespannt. Ich glaube, es wird sehr viel los sein. Ich weiß im Endeffekt noch gar nicht, was ich ganz genau mache. Jetzt filme ich nochmal mit der Sony RX5. Ich hatte ja im letzten Vlog sehr krass über die Kamera gelästert, weil ich nicht weiß, wie der Ton ist. Also der Ton, der aus der Kamera kommt, ist halt wirklich schlecht. Und ich habe jetzt kein externes Aufnahmegerät genommen, sondern ich nehme einfach den Ton, der da rauskommt. Müssen wir mal gucken, wie sich das später anhört. Ich weiß es nicht. Und natürlich habe ich gelästert, dass sie wackelt. Aber bevor ich die Osmo Pocket kaufe von DJI, werde ich jetzt diese nochmal ausprobieren heute. Deswegen kann es sein, dass der Ton schlecht ist. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber ich gebe ihr noch eine letzte Chance. So, was gucken wir noch heute? Ob ich heute meine Berliner Fress-Challenge auch hier in Dubai machen kann oder ob ich sie überhaupt mache, das gucken wir heute. Dann sage ich euch so ein bisschen, ja, meine Pläne für 2019 und ich zeige euch natürlich wieder richtig coole Einblicke aus Dubai. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie cool das später sein wird mit Silvester, die Feier, aber irgendwo werde ich sein. Also seid gespannt. So, wie starte ich den Tag heute? Ich gehe jetzt erstmal direkt zum Sport. Also erstmal eine kleine Sporteinheit und danach was essen. Ich habe noch nichts gegessen heute. Und mal schauen, ob ich dann direkt die Berliner esse, also die Krapfen. Oder ob ich heute die Challenge ausfallen lasse. Oder ob ich vielleicht ein ganz anderes Ritual mir ausgedacht habe. Schauen wir mal. Training gehabt heute und ich habe jetzt mega Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Ich habe noch gedehnt ordentlich und gehe jetzt was essen. So, was ich schön finde, die nennen mich alle Cecil und auch noch richtig ausgesprochen. Obwohl ich ja in jedem Video sage, hallo meine Freunde, euer Coach hier. Cecil, sagen trotzdem so viele Cecil oder ist irgendwie anders. Und hier bin ich angemeldet im Fitnessstudio und nach einem Tag, zwei Tagen begrüßen mich alle mit meinem Namen und auch noch richtig ausgesprochen. Das ist voll geil. Also, ich werde jetzt was essen gehen und seid ihr eigentlich gespannt, was das heißt? Is not the solution, also ist nicht die Lösung. Aber was? Das steht auf der anderen Seite. Das verrate ich erst später im Video. Also ihr müsst dranbleiben und am Ende verrate ich das. Ja.
hoffe, ihr hört mich. Jetzt die Frage, mache ich dieses Jahr auch in Dubai die gleiche Berliner Challenge, die ich jedes Jahr mache? Und ich kann euch Folgendes sagen. Dieses Ritual mache ich praktisch, seit ich Kind bin. Und in Dubai ist ja nicht so leicht, diese Berliner Krapfen zu finden. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt noch mache. Aber ich muss Folgendes dazu sagen, ich werde es dieses Jahr nicht machen. Warum werde ich es dieses Jahr und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht mehr machen? Weil das Ritual passt einfach nicht mehr zu mir. Also da muss ich mich auch bei euch bedanken, dass ich YouTube-Videos mache und das immer wieder lehre und immer das mentale Coaching immer wieder über die Verknüpfung rede, über die Verlinkung und so. Weil das hat sich bei mir auch viel fester eingebrannt. Ich mache das zwar mit dem mentalen Training schon seit fast 20 Jahren, aber das ist das, was ich immer sage. Man muss es immer wieder machen, immer wieder. Und manche Sachen muss man tausendmal hören oder tausendmal machen und dann macht es erst Klick. Und für mich ist das Konzept, an einem Tag sich so voll zu stopfen und sich einfach nur schlecht zu fühlen, ist für mich nicht mehr logisch. So, und es gibt manche Rituale, die man hat, die sind sehr wichtig und die sind auch sehr gut und die muss man auch weitermachen, um Erfolg zu haben im Leben. Aber manche Rituale, da muss man einfach neu denken. Also wir machen so viel irgendwie, machen wir einfach, weil wir es immer machen, aber wir denken nie drüber nach. Und bei diesem Ritual ist es so, es ist nicht logisch. Warum soll ich mir was Schlechtes tun und mich danach schlecht fühlen? Warum? Nur weil es ein Ritual ist? Also wir müssen mal alte Verhaltensmuster einfach über Bord werfen. Und das mache ich dieses Jahr. Es ist nicht mehr logisch, es passt nicht mehr in mein Leben. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich 29 Berliner am Tag esse. Und deswegen cutte ich das. Ich war heute beim Training am 31. Dezember und hatte ein gutes Training, habe bis jetzt noch nichts gegessen. Es ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, gleich mittags. Und jetzt ziehe ich mir einen schönen Salat rein. Und das macht mich glücklich und so fühle ich mich viel, viel besser. Okay, es ist schon mal definitiv nicht leicht, ein Taxi zu bekommen bzw. sich überhaupt von A nach B zu bewegen in Dubai zu Silvester. Es ist alles abgesperrt. Ich weiß noch nicht, wie ich von diesem Restaurant überhaupt nach Hause oder irgendwo hinkomme. Bin, glaube ich, nicht im Fokus, aber ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich wünsche euch schon mal ein tolles Jahr 2019. Lasst uns alle unsere Ziele erreichen. Und jetzt gehe ich erstmal schlafen und morgen sprechen wir nochmal kurz über das Jahr 2019, was so meine Projekte sind, meine Ziele fürs Jahr und was ihr erwarten könnt. Okay, bis morgen, schlaf gut. So, meine Freunde, ich hoffe, ihr seid richtig gut ins Jahr 2019 reingekommen. Ich wünsche euch alles Gute fürs Jahr 2019. Wird auf jeden Fall ein geiles Jahr. Bei mir, wie war die Feier gestern? Es war schön, so, aber ich kann sagen, Dubai ist am 31. Dezember echt im Ausnahmezustand. Also
Boah, das war wirklich voll. Also die Straßen auch zum Burj Khalifa, da bin ich gar nicht mehr hin. Da wollte ich eigentlich hin. Alle abgesperrt gewesen. Also bis auf, man hätte, ich glaube, 50 Minuten hinlaufen müssen, also zu Fuß. Das war echt zu krass. Und auch die Taxis, die waren dann so teuer und so. Ich bin dann nach La Mer gefahren. Das war auch sehr schön. Sehr familiär, sehr viele Kinder rumgelaufen, nicht zu voll. Und ich habe den Burj Khalifa auch sehr weit entfernt gesehen. Also alles super, war echt toll. So, wie sind so die Planungen für 2019? Ich wünsche euch erstmal, dass ihr euch Ziele setzt. Ich habe gerade auch auf Instagram eine Story darüber gemacht. Setzt euch Ziele, aber achtet darauf, dass wirklich statistisch über 90% der Leute schon Ende Januar das Ziel wieder verworfen haben. Also wenn ihr euch Ziele setzt, dann macht es wirklich langfristig. Und ich habe immer einen Geheimtipp, den ich meinen Kunden sage. Und zwar sage ich, setz dir ein Ziel, was du easy erreichen kannst. Also wenn du, sagen wir mal, vorhast, in einem halben Jahr 10 Kilo abzunehmen, nimm dir nur das Ziel, ich nehme 5 Kilo ab oder nur 4 Kilo, aber dann sicher, du musst es sicher erreichen. Und dann schließt du einen Vertrag mit dir selbst. Also sagst praktisch, okay, ich nehme 25% von meinem Bruttogehalt. Also wenn ich, sagen wir mal, 1000 Euro verdiene, nehme ich 250 Euro, nehme ich als Wetteinsatz. Und wenn ich das Ziel in 6 Monaten nicht erreicht habe, dann spende ich das an eine Kinderhilfe, Armut oder irgendwas. Ich spende es auf jeden Fall, das Geld. Das heißt, so kannst du nur gewinnen. Entweder du erreichst dein Ziel in 6 Monaten oder du spendest, was beides gut ist. Ich sage ja immer, wir müssen zurückgeben, wir müssen mehr geben. Und deswegen kannst du so nur gewinnen. Und dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du zu den über 90% der Leute gehörst, die einfach Ende Januar, du siehst ja auch im Fitnessstudio, Ende Januar ist schon tote Hose wieder. 3/4 aller Fitnessstudio-Anmeldungen sind im Januar und danach ist wieder Flaute. Und dann ist nochmal, vor dem Sommerurlaub ist nochmal voll. Und das wollen wir nicht, wir wollen Konstanz, wir wollen wirklich dranbleiben. Deswegen setz dir so ein Ziel und dann hast du wirklich die Möglichkeit, richtig geil deine Ziele zu erreichen und langfristig zu halten, das ist ja. Nächste Sache, die ich kurz sagen möchte, nur ganz kurz, vielleicht mache ich extra Video darüber, das Maximumprinzip 2.0 ist heute gelauncht. Also am 1.1. ist das Maximumprinzip 2.0 draußen und ich bin so stolz, es war so viel Arbeit. Ich habe in zwei Monaten über 100 Videos gedreht und geschnitten und alles alleine gemacht. Es war so krass und ich habe trotzdem meine 2-3 YouTube-Videos gleichzeitig gemacht. Also die YouTuber, die rumheulen bei einem Video die Woche. Ja, stellt euch mal vor, über 100 Videos selber gedreht, selber geschnitten und das war echt krass Aufwand, aber ich habe das gerne gemacht für euch. Richtig geil. Also wo ist der Unterschied zwischen iPhone 3 und iPhone X? Es ist einfach die nächste Generation. Ich habe so viel Mentales mit drin. Wenn ihr das Maximumprinzip macht, werdet ihr so stark mental. Es ist so viel Gesundheit mit drin. Es ist alles komprimiert. Es ist wirklich richtig geil. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das kann ich jetzt sagen, das ist für dieses Jahr richtig geil am Start, ab jetzt schon. Und ich möchte auch sagen, dass ich so stolz bin, wenn du auf Instagram mal mein Profil anguckst. Ich habe so viele Nachrichten bekommen in dem ganzen Jahr. So viele Vorher-Nachher-Fotos, wie die Leute ihr Leben geändert haben. Und ich bin so stolz auf jeden Einzelnen. Ich kann nicht jedes einzelne Foto posten, weil ich jeden Tag mehrere bekomme. Aber ich bin trotzdem so stolz auf jeden Einzelnen. Richtig geil, wenn ihr euer Leben umstellt, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mehr erreichen als bisher, dann ist es einfach richtig geil. Und davor ziehe ich immer meinen Hut und ich bin stolz auf jeden. Was kommt noch neu? Darüber mache ich aber wirklich ein extra Video. Ich werde mit einem Partner Nahrungsergänzung auf den Markt bringen. Also richtig geil. Wir haben das erste Produkt, das wird jetzt bestellt. Ich mache ein extra Video darüber. Es wird auf jeden Fall richtig geil. Eine Nahrungsergänzung, wo die Leute dann auch nicht, wenn sie es nehmen, irgendeinen anderen Mangel bekommen und dann den schwindelig wird und so, sondern ich habe das erste Produkt, das ist richtig geil, das erzähle ich euch dann nochmal in Ruhe in einem extra Video. Jetzt möchte ich erstmal sagen, ich hoffe, ihr habt einen guten Start gehabt, setzt eure Ziele richtig und bleibt langfristig dran, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, die Audioqualität war einigermaßen okay. Ich habe gestern meine alte Routine, das alte dumme Denken über Bord geworfen. Dieses, ich muss Berliner fressen jeden Silvester, habe ich über Bord geworfen, weil wir entwickeln uns einfach weiter. Ich habe früher als Kind auch immer auf dem Hamburger Dom, das ist so ein Rummelmarkt mit Achterbahn und so, habe ich immer gesagt, ich verstehe das gar nicht, warum Erwachsene
nicht mehr Achterbahn fahren. Ey, das ist doch voll geil. Ich werde ein anderer Erwachsener sein. Ich werde so immer noch, egal auch wenn ich 50 bin, Achterbahn fahren. Ja, und das ist halt nicht so. Oder ich habe auch früher gedacht, was, wie kann man denn aufhören zu böllern? Also wenn ich erwachsen bin, ich werde immer weiter böllern und ich werde immer rausgehen mit meinen ganzen Schinken in der Tasche und böllern. Sachen ändern sich. Und wir müssen erkennen, wenn es Zeit ist, Sachen zu ändern. Und wenn man sich so blöden Scheiß in den Kopf reingeredet hat über Jahre, heißt es nicht, dass wir es bis Ewigkeiten machen müssen. Nein, ich habe jetzt auch realisiert, okay, ich habe seit Kindheit immer dieses Ritual gehabt, ich futter Berliner ohne Ende. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, ey, es ist Zeit, es zu ändern, weil es ist dumm. Wir müssen wissen, wann machen wir was dumm ist, weil wir sind Gewohnheitstiere. Wir machen das immer, jeden Tag. Und wir müssen einfach checken, ey, das ist dumm, was ich mache. Wenn ich erfolgreich werden will und ich gucke jeden Tag 3 Stunden mitten im Leben RTL, dann ist das nicht schlau. So, und dann muss ich irgendwann realisieren, okay, was machen eigentlich Leute, die erfolgreich sind? Gucken die jeden Tag 3 Stunden RTL mitten im Leben? Wahrscheinlich nicht. Dann muss ich damit auch aufhören. Also wir müssen mal diese Gewohnheiten überdenken. Und wenn wir merken, ey, das ist ja echt dumm, was ich mir gesagt habe, dann hören wir damit auf. Und dann versuchen wir, andere Rituale einzuführen. Okay, das ist ganz wichtig. Also hier sind so einzelne Sachen in dem Video drin gewesen, die sind so wichtig, aber das umzustellen ist immer nicht leicht. Alles, was mental ist, ist immer nicht leicht. Aber ich hoffe, dass du das Video hier vielleicht noch ein paar Mal guckst und umsetzen kannst. Das wäre wirklich krass. Okay, dann genieß noch ein paar Blicke, Eindrücke aus Dubai. Ich gehe jetzt gleich zum Sport. 1.1. Zeit für Sport. Danach einen gesunden Salat essen, richtig gut in den Tag kommen und bis bald, euer Coach Sessi. Okay, ich habe euch gesagt, am Ende verrate ich's. Was ist nicht die Lösung? Die Wahrheit zu verstecken ist nicht die Lösung, meine Freunde. Immer schön ehrlich bleiben, okay? Bis dann, euer Coach Cecil. Pff.